Mein nächster Gast kennt eigentlich alle, über die wir heute geredet haben und reden werden. Er kennt die Bundespräsidenten in Deutschland, er kennt alle Kanzler und auch Kanzlerinnen in Deutschland. Er kennt aber auch die Staatsmänner im Ausland, in nah und fern. Er ist seit über 50 Jahren das, was man, was er selber sagt, ein Beobachter am Rande der Geschichte, einer der einflussreichsten und streitbarsten Journalisten dieses Landes. Bei Rudi Dutschke in den 60er Jahren war er nah dran, auch bei Ulrike Meinhof, die RAF-Terroristen, sein erstes großes Thema. Jetzt hat er mit 75 Jahren, die er in diesem Jahr erst wird, ein Buch geschrieben und vorgelegt über sein Leben. Aber natürlich ist das auch ein Buch über die deutsche Geschichte. Herzlich willkommen, Stefan Aus. Ja, doch. Ja, du hast, wir kennen uns, ich habe bei Spiegel TV mal von langer, langer... Ja, anfangen zu lügen. Das wäre ein bisschen schwierig, ja. Du hast Filme über alle gemacht, Kanzler, du hast sie interviewt, du machst gerade jetzt eine Doku-Serie über Angela Merkel. Einfach mal persönlich, wer hat dich am meisten beeindruckt von den Kanzlern? Ehrlich gesagt, Helmut Schmidt. Und das aber lange Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd, das hier zu sagen, nicht, weil er auch hier häufig mit dir gesessen hat. Das Nein, stimmt. Aber ich finde, Helmut Schmidt ist wirklich eine beeindruckende Figur gewesen. Aber ich bin auch bei einigen Streitereien auch eigentlich mit Gerhard Schröder gut zurechtgekommen. Übrigens immer noch. Oder wieder. Welche Leistung eines Kanzlers oder einer Kanzlerin hast du am meisten bewundert? Oder welche war die vielleicht die größte Leistung für Deutschland? Ach Gott, das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Die größte Leistung ist, Helmut Kohl die Wiedervereinigung gemanagt hat. Muss ich wirklich sagen. Also der war ja nun nicht besonders dicke mit mir, nicht? Aber ja. Das war jetzt keine Anspielung. Aber ich finde, er hat in dieser Situation, die es damals gab, in dieser historischen Chance, die nach dem Mauerfall entstanden war, die hat er unglaublich gut und unheimlich schnell und sehr pragmatisch gelöst. Ich weiß nicht, ob die gegenwärtige Regierung das hinkriegen würde, das so pragmatisch und so zügig durchzuziehen und die Chance, die Geschichte einmal gegeben hat, so zu nutzen, wie der das gemacht hat. Das weiß eine Regierung wahrscheinlich immer erst, wenn weiß sie da drin ist. Weiß man natürlich sowieso vorher. Was war denn der größte Fehler einer Regierung in der Zeit, die du überblickst? Ich glaube, ist eine sehr problematische Zeit gewesen, als Frau Merkel mit der Flüchtlingskrise, wie ich finde, sehr unbeholfen und sehr, nicht sehr klug umgegangen ist und sich dadurch diejenige Partei ins Parlament geholt hat, über die ihr vorhin schon die ganze Zeit geredet habt. Und die man verhindern muss, wenn es nach Armin Laschet geht. Siehst du das auch so? Ach, ich möchte irgendwie keine Voten für Wahlen abgeben. Das habe ich noch nie gemacht und das tue ich auch nicht. Ich gehe zur Wahl, also ich bin auch niemand, der nicht zur Wahl geht. Ich gehe zur Wahl und ich gebe auch meine Stimmen ab, aber ich rede weder vorher noch hinterher darüber. sollte man als Journalist vielleicht auch gar nicht tun. Wir gehen das finde ich nämlich auch, ja. weil in dem Moment, in dem man sich mit irgendeiner Gruppierung, irgendeiner Partei oder auch nur mit irgendeiner Petition entwickelt, gemein macht, nimmt das ein Stück der Unabhängigkeit weg. Wenn jemand vorher weiß, wo jemand steht, dann wird er das, worüber er gerade schreibt oder einen Film macht oder so, anders beurteilen, als wenn man sagt, so ich bin neutral, so generell, ne? Und richte mich in meinen Positionen nach einer bestimmten Faktenlage und nach dem, wie ich das gerade sehe. Und ich kann damit auch daneben liegen. Wir gehen mal an den Anfang deines Journalistenlebens. Wir haben einen schönen Film entdeckt, das zeigt einen jungen Mann. Es ist jetzt Anfang 1964. Es ist eine Schülerzeitung in Stade. Über die hat ein Fernsehmagazin damals berichtet, nämlich Panorama. Aus dem Grund, weil die Schülerzeitungsredakteure Streit hatten mit der Schulleitung. Es ging um Zensur. Und dann haben sie beschlossen, wir machen die Zeitung außerhalb und mittendrin. Drin eben der junge Schüler Stefan Aust. Down around the corner in a little school, the children get their books and stand right at the door. Wie kommt denn Ihre Zeitschrift bei der Lehrerschaft an? Das hört sich paradox an, aber ich glaube, im Augenblick kommt unsere Zeitung bei den meisten Lehrern besser an, als sie es vor dem Auszug aus der Schule tat. Unsere Zeitung ist eben interessanter geworden. Stimmt auch. Ja, das, interessant wird es immer dann, wenn man gegen die Obrigkeit aneckt, oder? Da warst du 18 Jahre alt. Das kann schon so gelernt. Sein, aber in dem Falle, wir wären auch gerne in der Schule geblieben. Aber als der Direktor gesagt hat, wir dürfen uns jetzt einen Lehrer unseres Vertrauens aussuchen und der wird alle Artikel vorher lesen und dann wird der entscheiden, was wir drucken dürfen und was wir nicht drucken dürfen. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Dann verkaufen wir die Zeitung außerhalb der Schule. Deswegen hat man dich den Mini-Augstein genannt zu der Zeit schon?
Ach, naja, gut. Also das hat man in der Schule gelegentlich so gesagt, das stimmt. Das habe ich aber früher nie gesagt, weil sich das so nach Anmaßung anhört. Aber gesagt, dass du beim Spiegel mal Chefredakteur bist, hast du? Ja, ich hab gesagt, ja, das werde ich mal. Obwohl dein Vater, damals ging es ja um die Spiegel-Affäre, ihr habt es im Fernsehen gesehen, die Geschichte steht auch in dem Buch, und dann hat dein Vater gesagt, das Scheißblatt sollte man doch endlich verbieten. Naja, mein Vater hat den Spiegel sehr aufmerksam gelesen, allerdings als Lesezirkel-Exemplar. Das war dann immer 4 Wochen veraltet, weil er sich kein neues Exemplar leisten konnte. Hat das aber sehr systematisch gelesen und kannte sich da wirklich gut aus. Und ich kann mich erinnern, das war so ein halbes Jahr nach der Sturmflutkatastrophe, unser Haus war unter Wasser und wir sind nach oben gezogen und bei den Nachbarn, die hatten einen Fernseher. Und dann haben wir gesehen, die Besetzung des Pressehauses im Zuge der Spiegel-Affäre. Und dann hat mein Vater tatsächlich gesagt, sollen Sie das Scheißblatt doch endlich verbieten, hat er gesagt. Er musste zum Glück nicht mehr erleben, dass sein Sohn dann da Chefredakteur wurde. Hätte er nicht gewollt? Ach, ich glaube, der war sehr tolerant und der hat das auch toll gefunden. Mein Vater war auch irgendwie ein Abenteurer, das darf man nicht vergessen. Das warst du das auch. Das hat er nicht so strikt gemeint. Ein journalistischer Abenteurer. Wenn man sich nochmal die Schülerzeitung in Erinnerung ruft, da ist dir begegnet ein Mann, der hieß Wolfgang Röhl. Dessen Bruder war damals schon verheiratet mit oder kurz danach mit Ulrike Meinhof, die später bei der RAF zu den Waffen gegriffen hat. Ihr habt gemeinsam bei Konkret gearbeitet, einer linken Zeitschrift. Wäre dir bei Ulrike Meinhof damals in den Sinn gekommen, die geht irgendwann mal, hier sieht man, glaube ich, Herrn Röhl. Das ist ein Foto aus der Redaktion, genau, da war Herr Ulrike Röhl Meinhof aber nicht mehr da. Aber er hat das Blatt in der Hand, du bist unten in der Mitte. Wäre dir in den Sinn gekommen, dass Ulrike Meinhof... Das ist Wolfgang Röhl übrigens, da hinten, der zweite von rechts unten in der Reihe. War absehbar, dass Ulrike Meinhof in den Untergrund gehen würde? Ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich kannte sie ja ganz gut. Also man darf nicht vergessen, sie war Kolumnistin, sie war nicht mehr Chefredakteurin, aber sie war natürlich viel in der Redaktion. Am Anfang lebte sie auch noch in Hamburg, bevor sie sich haben scheiden lassen. Und ich kannte sie eigentlich ganz gut. Die war 12 Jahre älter als ich und war natürlich unglaublich gebildet, unheimlich klug, konnte wahnsinnig gut formulieren, hatte eine wahnsinnig gute Stimme. Ja. Sylt, Urlaube, Villa. Das auch, war auch so ein bisschen in der Schickerie, wenn man so will. Aber das war damals auch angesagt, so in der liberalen Welt fand man das auch irgendwie toll, dass diese Linke da gewesen ist. Die war ziemlich links und sie sehr sogar. Sie war, soweit ich das weiß, war sogar Mitglied der illegalen KPD bis zum Lebensende. Sie hatten sehr enge Beziehungen zur DDR. Das war alles nicht so mein Ding. Für mich war die DDR die Mauer und ein Staat, der seine Bürger einsperrt, war für mich überhaupt nicht diskutabel, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das fand ich alles nicht gut. Und dann hat sie so manchmal so von oben herab gesagt, ich weiß gar nicht, ob manchmal oder nur einmal, da hat sie gesagt, ach, du bist doch sowieso nur unpolitisch. Nicht? Ich war so der Journalist, der eigentlich so aus Konkret so eine Mischung aus Stern und Spiegel machen wollte. Das fand sie ganz furchtbar, während sie so eine linke Kampfzeitschrift machen wollte. Aber sonst kam ich eigentlich ganz gut mit ihr zurecht. Was ich niemals gedacht habe, muss ich wirklich sagen, die Gewaltdiskussion war dann ja schon sehr groß im Zusammenhang mit der Studentenbewegung und den Straßenschlachten, die es gab, Steine, Farbbeutel, Farbflaschen aus Amerika und sowas. Aber dass Leute allen Ernstes in den Untergrund gehen und sich bewaffnen und versuchen in Deutschland eine Revolution zu machen, bei denen sie auch noch nicht mal wussten, wie das aussehen sollte, hätte ich mir nicht vorstellen können. Gut, aber sie hat schon bei Konkret solche Sätze geschrieben, Willi, es ist immer noch besser, ein Warenhaus anzuzünden, als ein Warenhaus zu betreiben. Mhm. Oder eben bei der Springer-Demo, ein Stein ist eine strafbare Handlung, 1000 Steine sind eine politische Aktion. Das ist richtig. Das ist doch Gewalt. Ja, das ist Gewalt. Und ich, Sprache zumindest. Ja, absolut. Mal. Und ich habe bei Diskussionen, die wir bei Konkret darüber geführt haben, war ich wirklich anderer Meinung, das habe ich nicht hinterher gesagt, aber das ist noch was anderes, ob bei der Straßenschlacht irgendwie Steine geworfen werden. Ich habe übrigens nie welche geworfen, ich habe welche mit von hinten nach vorne durchgereicht. Du warst vor dem Springer-Hochhaus, als Rudi Dutschke auf offener Straße angeschossen wurde und hast mit Ulrike Meinhof da gestanden mit Steinen in der Hand. Nein, das ist so nicht richtig. Also die Geschichte war so, es gab eine große Demonstration vor dem Springer Verlag und da waren Tausende von Leuten, standen alle so eng zusammen. Und dann wurden von hinten nach vorne Steine durchgereicht. Und es gibt keinen Zeugen dafür, dass ich das gemacht habe. Aber ich finde, es gehört dazu, wenn man in einer solchen Zeit gelebt hat und von Leuten erwartet, dass sie die Wahrheit sagen, dass man dann auch sagt, ja, ich habe da mit Ulrike Meinhof gestanden. Und dann wurden plötzlich von hinten nach vorne so Steine durchgereicht. Und ich habe sie nicht fallen lassen und ich habe sie auch nicht wieder zurückgegeben, sondern ich habe sie weitergereicht, das stimmt. Warum aber geworfen habe ich sie nie, weil ich auch nicht werfen konnte. Das oder wollte. Mal abgesehen, aber was unterscheidet dich denn von Ulrike Meinhof? Also andere Frage. Warum ist sie gewalttätig geworden?
und jemand wie du offensichtlich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, warum ich nicht gewalttätig geworden bin, weil ich keine Lust hatte, gewalttätig zu werden, weil ich keine Leute irgendwie verletzen will oder sonst was, weil ich auch mir hätte vorstellen können, mir auch vorgestellt habe, was passiert, wenn Leute in den Untergrund gehen. Nämlich irgendwann landen sie im Gefängnis oder sie werden erschossen oder sie erschießen irgendjemanden oder sie sind auf der Flucht. Ich war nach meiner Zeit bei Konkret, weil ich mal ein halbes Jahr in Amerika habe, da die Black Panther kennengelernt und durch so eine ganz merkwürdige Zufälligkeit war ich bei einem Gespräch dabei, dass die amerikanischen Leute, die sich später Weatherman nannten, geführt haben. Die wollten auch so in den Untergrund gehen. Mark Rudd, Bernadine Dorn und andere. Und die hatten auch so ein Papier vorgelegt, stand oben drüber, you don't need a weatherman to know which way the wind blows, nach einem Stück von Bob Dylan. Und die wollten sich bewaffnen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich dann irgendwie etwas so zu Worte gemeldet zu später Stunde und habe dann irgendwie in diese Diskussion reingesagt, wisst ihr, ich war gerade bei den Black Panthers und habe das gesehen. Und ich weiß, wie viele Leute da erschossen worden sind von Polizisten, wie viele Polizisten erschossen haben, wie viele von denen man behauptet, dass sie Polizisten erschossen haben, die im Gefängnis sitzen. Eldridge Cleaver ist auf der Flucht. Das ist kein gutes Konzept. Und wenn ihr damit anfangt, dann wird es euch auch nicht anders gehen. Und das war ungefähr, ich weiß nicht, ein Dreivierteljahr oder so, bevor das mit der RAF losging. Und als das losging, habe ich gedacht, jetzt passiert genau das, was da passiert ist. Und das ist der helle Wahn, was da passiert. Es ist ja eine Frage, die dich beschäftigt hat über viele Jahrzehnte. Also erstmal bei der RAF, aber nachher hast du geforscht über rechten Terrorismus, du hast geforscht über islamistischen Terrorismus. Also was bringt der junge Menschen dazu? Was haben die alle gemeinsam? Die dann tatsächlich es machen und gewalttätig werden? Die vorher noch reden. Ich glaube, dass das im Grunde hat Vater Enslin, der Vater von Gudrun Enslin, hat das sehr frühzeitig erkannt und auf eine sehr erschreckende Formel gebracht. Als er nämlich interviewt wurde nach dem Kaufhausbrand, den Bader Enslin und andere begangen haben damals, da hat Lutz Lehmann von Panorama ihn interviewt. Und dieses Interview habe ich gefunden, schon vor Jahren. Und da hat er ihn gefragt, ja, wie ist denn ihr Verhältnis zu ihrer Tochter so? Und wie hat die sich verändert, nachdem sie gesehen haben, jetzt im Gefängnis? Da hat er gesprochen von einer ganz heiligen Selbstverwirklichung. Ein Kaufhausbrand, eine terroristische Aktion, als ganz heilige Selbstverwirklichung im Sinne des heiligen Menschentums. Das heißt, das sind durchweg Leute, die sozusagen ein politisches, zum Teil auch religiöses Ziel für höher einschätzen als ihr eigenes Leben und damit natürlich auch höher einschätzen als das Leben von anderen Leuten. Diese heilige Selbstverwirklichung, und damit habe ich noch nie irgendetwas zu tun gehabt. Es muss ein gesellschaftlicher Kontext wahrscheinlich dazu gehören, damit es daraus auch eine Bewegung wird. Das ist beim islamistischen Terror der Fall. Es ist beim rechten Terrorismus der Fall, den wir gerade in Deutschland erleben, der tatsächlich ja massiv ist. Es heißt, die deutsche Gesellschaft sei so gespalten wie selten zuvor. Siehst du denn nach den Erfahrungen, die du gesammelt hast, eine solche Bewegung entstehen, die wirklich auch organisiert, groß und zuschlagend wird? Also terroristische Bewegungen sind ja normalerweise nicht groß, sondern es sind kleine Bewegungen, die sich aber berufen auf eine größere Bewegung. Das heißt, wenn man sich anguckt, zum Beispiel die RAF oder was weiß ich, die Basken oder die IRA in Irland, es war immer eine terroristische Organisation, die sich stützte auf die Unterstützung und auf die Ideen von vielen anderen Leuten. Und wenn man sich die rechte Szene anguckt, dann ist immer dann eine rechte terroristische Gruppierung entstanden, weil sie gedacht haben, es gibt viele Leute, die denken ähnlich. Und deswegen habe ich das immer für sehr problematisch gehalten, wenn eine gesellschaftliche Situation entsteht, in der es eine große, sagen wir, Bewegung gibt, die radikal ist, bei denen aber einzelne Leute dann diese Radikalität an die Spitze treiben und sich dann in den Untergrund begeben, wie NSU und verschiedene andere Gruppierungen. Es sind immer Teile einer größeren Bewegung. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass in einer Gesellschaft die Teile nicht so auseinanderbrechen durch die Art der Politik, die gemacht wird. Und das ist eine einfache Frage natürlich, dass man das verhindert, oder? Nein, das ist überhaupt nicht einfach. Als Journalist muss man ja auch die Probleme nicht lösen, glücklicherweise. Sondern ich glaube, man ist besser beraten, wenn man sich da ein bisschen raushält und versucht, irgendwie so nüchtern und analytisch, wie es geht, die Wirklichkeit zu analysieren und zu beschreiben. Mhm. Und dann wirklich zu beschreiben, was ist, und sich nicht als Aktivist fühlt. Das tun zwar viele Leute heutzutage, ich aber nicht. Du wirst 75 im Sommer. Angela Merkel tritt ab im Herbst.
Das werden wir ja mal sehen. Das glaube ich. Vielleicht will sie ja noch Bundespräsidentin werden. Vielleicht hat Frank-Walter Steinmeier gesagt, jetzt will er noch mal antreten, damit sie das nicht wird. Who knows? Also hörst du denn auf, irgendwann mal die Politik zu beschreiben oder machst du weiter? Ich werde sicher mal aufhören, aber ich denke, das wird sein, wenn ich irgendwie der Kiste liege. Vorher nicht. Okay. Oder wenn ich überhaupt nicht mehr mitkomme. Sieht noch nicht so aus. Wünschen wir, dass es so bleibt. Herzlichen Dank für heute. Stefan Aust, danke. Hier zu Gast. Herzlichen Dank für das Gespräch.